Wie viel passives Einkommen haben Marco und Stefan eigentlich? Das wurden, Frage. Das wurden wir öfters gefragt in den Kommentaren unter den Videos. Vor allem auch dahingehend, macht doch mal ein Portfolio-Update. Wie sieht es denn aktuell im Bestand aus? Und heute kommt ihr nicht drum rum. Ich werde euch dazu einmal ausfragen. Wir machen es jetzt auch so, dass ich die Fragen stelle, vielleicht auch ein paar unangenehme Fragen, also dass ihr euch nicht selbst untereinander interviewen könnt. Ich bin gespannt. Es ging eigentlich los, das erste Mal, wo ihr darüber gesprochen habt, im Podcast, wo ihr vom bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen habt, also eurem Ziel, dass ihr euch aufbauen wollt, dass vielleicht sogar für den einen oder anderen, also insbesondere auch für euch, ein extremer Weg ist, den ihr geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Was bedeutet bedingungsloses Grundeinkommen und wieso wollt ihr diesen Weg gehen? Ja, also ich schicke nochmal vorweg, dass wir das ja schon gemacht haben, diese Portfolio-Updates eben dann zu zweit. Und jetzt kannst du eben mal alle deine Fragen loswerden, ja. Vor dem Hintergrund, weil wir das einfach wirklich transparent diesen Weg teilen wollen, ist ja auch eine große Mission. Ich sage das immer vorweg, ne? Ist eine große Mission von Immocation, dass man da mal Transparenz reinbringt, wie läuft sowas ab. Weil das hätten wir uns eben sehr gewünscht, dass man diese Immobilieninvestments mal wirklich transparent mitbekommt. In Zahlen und Fakten und auch Schmerzen, die man damit hat und bringt einem das wirklich dann passives Einkommen und so weiter. Und wir wissen auch, dass das jetzt auch große Zahlen sind, die jetzt kommen. Das hat sich einfach großartig entwickelt. Das sind ja auch nicht nur W2, das sind ja gleich Co-Investoren-Modelle, wo immer noch andere Personen mit beteiligt sind und dadurch ist eben was Großes entstanden. Und es gibt mit Sicherheit einige Leute, die sagen, ist ja verrückt, wieso macht ihr das? Wollt ihr damit angeben oder so? Nee, wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen die Transparenz. Über Geld redet man in Deutschland irgendwie gar nicht und das halte ich für massiv gefährlich. Ich glaube, man muss eben genau darüber reden, weil deswegen wissen auch die meisten Leute leider zu wenig darüber. Und es wird sicherlich auch Leute geben, kriegen wir auch immer mal wieder die Nachrichten, ihr seid so kleine Fische, ihr wisst gar nicht, was ich alles Cooles mache. Denen gratulieren wir von Herzen. Muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. So. Bedingungsloses Grundeinkommen, so haben wir das. Das ist deine Frage. Entschuldigung, Alex, für den ich kann es nicht lassen, vorweg noch auf. Ich wollte gerade nachhaken. Ja. Das ist gleich sein erster Fluchtversuch. Genau. Also schön die Frage umgangen. Nein, wir haben das für uns gesagt, 2018, 19 war dann klar, Immocation funktioniert für uns als Unternehmen auch so gut, dass wir, dass die Banken uns sehr gerne finanzieren und dass wir über unsere ersten Wohnungen hinaus, die wir zusammen gekauft hatten, damals auch noch privat gekauft hatten, dann jetzt eben einen Bestand aufbauen können. Und dann haben wir für uns gesagt, okay, wir nennen das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan und Marco, was dann irgendwann auch eben die Co-Investoren natürlich einschließen sollte. Eben wirklich mit dem Ziel, und das ist ein sehr, sehr krasses Ziel, was ich jetzt formuliere, und das haben wir damals auch schon so formuliert, wir wollen als passives Einkommen so schnell wie möglich das aufbauen, was wir damals als im Konzern als Angestellte als Gehalt hatten. Ja, das war ein sechsstelliges Gehalt im Jahr, sechsstelliges Jahresbruttogehalt, und das wollen wir quasi wieder sinngemäß brutto passives Einkommen aus Immobilien pro Person haben, so schnell wie es geht. Also ich sag mal 120.000. Ja, 150, glaube ich, so, genau. Mhm. Und das soll aus den Immobilien kommen, aus den Erträgen oder aus der Rentabilität der Immobilien. Ja, und zwar als Cashflow und das als ehrlicher, nachhaltiger Cashflow. Ja? Also das heißt, nach natürlich der Rate an die Bank und Kosten für die Verwaltung und so weiter, und Ausgaben, die wir im Hier und Jetzt irgendwie haben, aber insbesondere auch nach langfristig notwendigen Rücklagen, inklusive all dem, was für Energieeffizienzmaßnahmen erforderlich ist, ne, wo jetzt auch einige Dinge sich verschärfen werden, dass man Standards anheben muss und so weiter. Weil es bringt uns ja überhaupt nichts, wenn wir uns bei so einer Nummer irgendwie selber in die Tasche lügen, dass wir jetzt so und so viel Cashflow haben und das Geld verleben wir. Und in 10 Jahren merken wir haben nicht das Geld zur Seite gelegt, was wir für die Immobilien brauchen. So, also deshalb machen wir da tatsächlich eine sehr, sehr ehrliche Kalkulation für uns und legen dieses Geld auch wirklich konsequent zur Seite in den Gesellschaften. Ja. Und das, was da überbleibt, das soll halt ausreichen und soll eben der Gehaltsersatz sein. Ja. Wenn du gesagt hast, in schnellstmöglicher Zeit wollt ihr dieses Ziel erreichen, was ist denn da der Plan gewesen? In wie vielen Jahren soll das vonstatten gehen? Also die Idee damals war, dass wir Ende letzten Jahres, also Ende 2021, 31.12.,
das war dann schwammig, das Ziel erreicht haben, zumindest mal die Immobilien gekauft haben, die dafür nötig sind. Mhm. Und das, also wir haben jetzt hier unseren, wir kriegen einmal im Monat von unserer unglaublich geschätzten Julia, unsere Asset Managerin, die quasi das Portfolio dann eben sich mit anschaut, kriegen wir einmal so einen Bericht, wo die ganzen Zahlen drin stehen, immer dabei, und danach können wir uns die Zahlen quasi nachher anschauen, aber da schon mal so ein bisschen vorweggegriffen, das ist uns, glaube ich, auch so weit gelungen, dass das grundsätzlich aus den Immobilien geht, die jetzt da sind, aber was die große Unbekannte quasi ist, die Immobilien müssen noch zu Ende entwickelt werden. Also da ist einfach ein Entwicklungsjob zu tun. Und da kannst du auch nicht genau vorhersagen, wann das bei jeder Immobilie soweit ist. Da stecken wir quasi mittendrin. Da komme ich dann. Aber wenige Jahre. Ja. Also ich lasse euch da nicht raus. Ich will nachher schon wissen, wie viel passives Einkommen denn jetzt auch da ist. Die ganzen Immobilien, Wohnungen, Häuser kauft ihr nicht alleine, sondern ihr kauft mit Investoren gemeinsam. Wie investiert ihr da? Also ist das ausschließlich mit Co-Investoren, und wie seid ihr da aufgestellt? War hart, ne? Erst für mich in meinem Kopf irgendwie, dann war es für dich auch sehr hart, erstmal zu sagen, wir kaufen mit anderen Leuten Immobilien. Hm. Ja, gut, weil wir einfach, also alle zwei Dimensionen. Das eine ist, du holst wieder mehr Leute ins Boot, was mehr Abstimmungssachen und so weiter ist. Und wir beide als Team funktionieren einfach hervorragend. Das ist ja jedes Mal ein bisschen Glücksspiel auch, ne? Ob das mit anderen Leuten funktioniert. Das nächste ist, du brauchst umso mehr Immobilien, wenn du das durch noch mehr Leute teilst. Du brauchst auch umso mehr Eigenkapital und Kredite und so weiter. Es wird ja alles viel, viel größer. Die Frage ist halt, willst du das, ne? Oder möchtest du etwas, gerade wenn etwas eine Altersvorsorge sein soll, sagst du, das möchte ich eigentlich am allerliebsten sogar für mich ganz alleine haben, statt dass da auch noch viele andere Leute mit drin sind, die ja jetzt gerade auch bei GmbHs alle dann irgendwie Mitspracherecht haben, was Ausschüttungen angeht und Wahlrechte irgendwie in der Buchhaltung und sowas. Und trotzdem ist am Ende ist es dann eine glasklare Entscheidung gewesen. Du bist jetzt gerade in der Position, in der wir waren, und rackerst dir auf gut Deutsch den Arsch ab als Geschäftsführer bei Immocation. Und es war einfach, es wäre nicht gegangen. Also parallel zu dem Job, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, als wir wieder angefangen haben, Immobilien zu kaufen, 2019, wäre es unmöglich gewesen, dass wir selber im Markt so aktiv sind, wie es nötig ist, um ernsthaft richtig gute Deals zu machen. Das heißt nicht, dass wir zwingend jetzt Vollzeitinvestoren hätten werden müssen, aber bei dem Tempo, das wir vorlegen wollten, also in diesem unglaublichen Speed so viele Immobilien zu kaufen, bist du dann auch nicht ganz weit davon entfernt, irgendwie Vollzeitinvestor zu werden, ne? Zumindest wenn du das alleine machen willst. Und das wäre halt nicht in Frage gekommen. Und verbunden mit, es gibt einfach schon ziemlich coole Typen, mit denen man am Ende, wenn man sie dann wirklich gerne, schon wirklich gerne zusammenarbeiten will, die auch einfach Know-how mitbringen aus anderen Bereichen, tolle Sparringspartner sind, teilweise Akquise-Netzwerke und sowas schon mitbringen oder irgendeinem Zugang zu einem Markt oder sowas. Und das hat am Ende alles dazu geführt, zu sagen, hey, lass lieber mit anderen zusammen machen, weil das Potenzial hat, für alle Beteiligten einfacher zu sein und größer zu werden, als wenn wir das getrennt voneinander versuchen. Ne? Das heißt, das Warum, weshalb ihr mit Co-Investoren gemeinsam in Immobilien investiert, war anfangs der Zeitfaktor, dass euch die Zeit gefehlt hat. Ja, ganz klar. Also das für uns war die glasklare Entscheidung, wir wollen Immocation weiter aufbauen, so wie auch heute noch. Das ist ja heute noch sogar an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Geschäftsleitung, mit dir sogar einen Geschäftsführer, damit Immocation überhaupt weiter wachsen kann, weil das alles so groß geworden ist. Und das ist halt unser Baby. Und jetzt einfach zu sagen, das machen wir alles gar nicht, wir sind Fulltime-Investoren, wir hätten Immocation ja einfach aufgehört. Ja, und deswegen war das keine Option. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, die Nuss, die es zu knacken galt, war halt noch ein Modell zu finden, wie man langfristig gemeinsam buy and hold-mäßig investiert. Weil üblich ist das für Immobilienhandel, Projektentwicklung, Fix and Flip, das ganz üblich, mit Co-Investoren zu arbeiten, die das EK reinstecken, kurzfristig für Zinsen wieder rausbekommen und danach geht man getrennte Wege und jeder hat seinen Share bekommen. Wir mussten aber jetzt Partnerschaften aufbauen und leben in diesen Partnerschaften, wo man Immobilienbestände aufbaut, die wir die nächsten 30, 40, 50 Jahre halten wollen. Und gemeinsam das passive ein. Das heißt, deswegen auch Strukturen zentral, irgendwie ein bisschen Asset Management bei uns. Dann bauen aber die Co-Investoren, gerade vor allem Bodo und Martin, mit denen wir viel machen, die bauen selber eigene Strukturen auf, bauen was Großes auf. Und da muss man ein Modell finden, wie das dann wirklich langfristig gemeinsam auch funktioniert. Also habt ihr gemeinsam die gleichen Ziele? Also ihr habt die einmal abgestimmt und über die nächsten 30, 40, 50 Jahre habt ihr die gemeinsamen gleichen Ziele? Ja,
Also das ist immer, wir haben ja auch mit Basti haben wir auch schon, also mit Basti haben wir gemeinsam Immobilien gekauft, auch, da haben wir auch schon einige Folgen aufgenommen, die sicherlich interessant sind irgendwie. Also 100% synchrone Ziele zu erreichen ist extrem schwierig, aber das ist genau das, also du stellst, glaube ich, exakt die richtige Frage, das ist die ganz, ganz große Frage. Und so ganz grob war eben ja dann der Deal, von uns kommt Eigenkapital, Bonität, Netzwerk, teilweise eben auch ein bisschen Zentralstruktur, je nachdem in welcher Partnerschaft. Und der Co-Investor, die Co-Investoren auf der anderen Seite quasi bringen ein die Immobilienakquise, bringen die Immobilien und machen die Immobilienentwicklung. Die Verwaltung und das langfristige Asset Management und so, das soll natürlich dann automatisiert werden, aber die sollen das quasi die Arbeit reinstecken. Ne? Und das musst du immer wieder auf den Prüfstand stellen, wo zum Beispiel ja mit Basti dann eben rauskam, nach einer gewissen Anzahl Einheiten, ich glaube 40 Wohnungen haben wir gemeinsam, kam dann auch raus, so, okay, der Basti möchte jetzt nicht, ich meine, der ist an einem Punkt, wo der finanziell frei ist und so weiter, der muss das auch nicht, ne? Sagt, ja, ich will jetzt nicht hier Vollgas 80 Stunden die Woche in diesem Bestand stecken, damit er dann auf 200 Wohnungen hochgeht oder so. Ne? Und deswegen, also synchrone Ziele, da muss man sehr genau hinschauen und das immer wieder auch abgleichen. Vor allem, wenn die Ziele so langfristig sind. Also ich meine, da geht es dann ja um, was passiert mit den, ja, mit den Gesellschaften, wenn ihr, weiß nicht, möglicherweise im Altenheim dann seid oder irgendwann gebrechlich werdet. Wir reden von 30, 40, 50 Jahren, wie dann auch die Gesellschaft weitergegeben wird. Also das habt ihr alles schon geregelt oder ist das noch offen? Also ich glaube, es wäre Bullshit, ne, wenn wir jetzt behaupten, dass wir uns einig sind, was die nächsten 50 Jahre mit diesen Immobilien passiert. Wir haben die erstmal gekauft, um die langfristig zu halten und haben eine ganz wichtige Sache erstmal getan, um wirklich synchrone Ziele zu haben. Also du kannst ja auf verschiedenste Art und Weisen zusammenarbeiten. Das ganz simpel ist ja zum Beispiel, einer ist der Tippgeber und gibt Immobilien und der andere kauft sie dann und so. Und dann kannst du jemanden einfach bezahlen dafür, dass er einen Job für dich erledigt. Also du kannst dem irgendwie Geld abgeben, du kannst ihn an irgendeiner Wertsteigerung profitieren lassen oder sowas. Aber du kommst dann immer an den Punkt, dass es dann, wenn man es im Detail durchdenkt und jeder sich am Ende doch wieder ein bisschen selbst optimiert, wie Menschen das nun mal tun, wenn es um viel Zeit und Geld geht und so weiter, dass dann doch wieder jeder ein bisschen einen anderen Fluchtweg möglicherweise nimmt. Und das Einzige, was das so wirklich löst, und so haben wir es am Ende gemacht, ist wirklich ein gemeinsame GmbHs schaffen, in denen die Immobilien gekauft werden und wo dann alles von Wertsteigerungen über irgendwelche Steueroptimierung und was auch immer allen zugutekommen oder eben nicht. Jeder hat eine Holding darüber, dass die Steuerstruktur nach außen hin gleich ist, dass eine Ausschüttung immer für jeden steuerlich gleich behandelt wird. Und also es gibt ganz, ganz viele Dimensionen, um das erstmal herzustellen. Das hilft total. Ob wir jetzt in 30 Jahren bei irgendeiner Gesellschaft mal darüber nachdenken, dass wir die Immobilien aus dieser Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise raus überführen in separatere Strukturen, gibt es ja tausend Varianten, wie man sowas gestalten kann. Ne? Und ich glaube, das ergibt sich dann. Ja. Muss auch klar definiert sein, wenn zum Beispiel jemand verkaufen will, ist ein klassischer Fall, irgendeiner von den Leuten zum Beispiel, das sind jetzt in dem Fall zufällig quasi alles Männer, ne, trifft eine neue Frau, die will er beeindrucken, die steht leider auf Yachten und kommt auf die Idee, er muss jetzt ganz schnell alles Mögliche liquidieren, weil er Geld auf dem Konto braucht. Da habe ich tatsächlich einen Fall, der oftmals Businesspartnerschaften auseinanderbringt, ne, wenn eine neue Frau ins Spiel kommt oder so. Das kannst du ja alles nicht vorhersagen. Kann natürlich passieren, dass das irgendwann mal einer machen will aus diesem ganzen Kreis und das musst du vorher definiert haben, dann kannst du aber eben welche Exit-Option ist. Ja, oder einer sagt, komm, ich habe jetzt keinen Bock, in dieser Gesellschaft Rücklagen zu bilden, mir ist das mit Sicherheit alles nicht so wichtig, ich möchte lieber das Geld ausgeschüttet haben, weil ich möchte jetzt damit gern Bitcoin kaufen, ich glaube, dass das die nächsten 10 Jahre cleverer ist, so. Also Dinge, ne, die du am besten halt in der Satzung schon regelst und ja, das ist auch ein bisschen ein iterativer Prozess gewesen. Wir haben da coole Vorlagen vom Sebastian Gleisner ganz am Anfang mal genommen, der sowas schon mal gemacht hat, GmbHs mit anderen Co-Investoren, haben die dann wieder weiterentwickelt. Bodo ist ja zum Beispiel selber Anwalt, hat da noch wieder Dinge reingebracht und so. Und ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist echt eine ziemlich geile Art und Weise, die wesentlichen Dinge zu regeln, inklusive auch Ausschüttungspflichten, dass nicht ein Teil der Leute dann Geld blockieren kann, was in der Gesellschaft verbleiben muss und so weiter. Das ist dann schon gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Es muss dann aber, also ja, ganz hypothetisch, wenn einer raus will, wenn einer verkaufen will, muss dann ja irgendwann zwingend auch Bestand verkauft werden, um denjenigen dann rauskaufen zu können. Kann er aber, glaube ich, nicht so einfach, ne? Nee, kann er nicht so einfach. Also ich müsste jetzt die Satzung lesen. Also
Er ist ja erstmal Miteigentümer an dieser Gesellschaft. Das ist er mit allen Vor- und Nachteilen, also Rechten und Pflichten, ist er das so lange, wie diese Anteile in seinem Eigentum sind. Und er kann die nicht einfach beliebig an irgendwelche Leute verkaufen. Mhm. Ne? Also da gibt es Zustimmungserfordernisse, dann gibt es Vorkaufsrechte für uns. Also ich glaube, ein Szenario ist, ich glaube, wenn man es im Detail jetzt geht, dann müssten wir quasi entscheiden, ob wir unser Vorkaufsrecht geltend machen wollen. Und es kann natürlich sein, dass wir dann Immobilien verkaufen müssten, um die Anteile von ihm zurückzukaufen. Muss man ja gucken. So, ne? Also wenn man glaubt, dass sowas passiert, dann sollte man es wahrscheinlich eher nicht machen. Ne? Wenn man da glaubt, man ist sich da kurz- bis mittelfristig schon nicht einig. Ne? Ja? Deshalb, da müssen die Lebensentwürfe auch, das muss halt alles zusammenpassen irgendwie. Ne? Das sind alles Leute, die mal mehr oder weniger in ähnlichen Lebenssituationen sind wie wir. Und dadurch funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ja? Wie viele Partnerschaften habt ihr denn aktuell? Vier. Also das, ja, ist halt wie so vier Portfolien. Wir haben den Basti in NRW. Hast du schon gesagt, mit 40 Einheiten? Ja, genau. Wir haben den Tobi mit zwei Mehrfamilienhäusern, einmal in Magdeburg, einmal in Fürstwalde. Das ist also bei Berlin. Ja? Der ist aus Berlin. Wir haben dann Bodo und Martin. Da haben wir mit Abstand das meiste. Ich müsste jetzt reingucken. 130 Wohneinheiten, ja. Haben wir mit Bodo und Martin, weil bei denen auch die Situation ist, die haben quasi wirklich zumindest mal anderthalb, zwei Jahre lang fast nichts anderes gemacht, als diesen Bestand aufzubauen, einfach Vollgas. Und dann haben wir quasi die jüngste Partnerschaft noch in Bayern mit dem Sebastian, wo wir einzelne Wohnungen, jetzt 25 Wohnungen sind es, ne? Genau, mit ein bisschen einer langfristigeren Strategie, weil Bayern die Renditen einfach schlechter sind. Und das sind mit allen vier Partnerschaften die gleichen Modelle oder habt ihr da unterschiedliche Modelle? Mhm. Du hast gesagt, hier um Berlin rum, dann NRW und Bayern. Was sind das für Objekte und welche Lagen schaut ihr euch da genau an? Das kannst du fast partnerschaftsweise durchgehen. Ne? Das ist mit Basti sind das Eigentumswohnungen in C-Lagen in NRW, würde ich sagen. Ne? Also auch Häuser? Auch Häuser, genau, aber so, also B- bis C-Lagen, da streiten sich immer die Geister, aber immer Essener Norden zum Beispiel relativ viel, Wuppertal sagen manche, das ist B, weiß nicht, vom Gefühl her, C. Ja, aber wie auch immer, also eher schwierigere Lagen von der Tendenz, auch eher schwierigeres Mieterklientel, auch, Vermietung übers Amt. Ja, Vermietung übers Amt, nicht immer idealer Zustand der Objekte, also das ist arbeitsintensiv, aber bringt auch überproportional viel Cashflow und funktioniert tatsächlich hervorragend. Also wir haben eine einzige Wohnung, die leer steht, also schon ein bisschen länger, weil da einfach ein großes Sanierungsthema in dem Haus war mit einem undichten Dach und wir haben die Dachgeschosswohnung, die Eigentümergemeinschaft steckt da drin und so, aber ansonsten haben wir da eine saubere Vermietung. Man läuft halt, also traditionell läufst du irgendwie bei drei, vier Wohnungen, läufst du gerade Geld hinterher, aber am Ende kriegst du es dann immer irgendwie überwiesen vom Amt und so. Ne? Das ist arbeitsintensiver, es funktioniert gut. Also eher B- bis C-Lagen. Müssen wir gleich unbedingt noch einmal genau rein, wenn wir über die Frage diskutieren, passives Einkommen. Wie passiv und wie Leerstand und wie viel Mietausfall und so weiter, das ist nämlich interessant. Ja. Dann, weil einfach mit dem Sebastian in Süddeutschland, das ist Eigentumswohnungen an der A94 entlang, also Zugriff auf München quasi per Autobahn. Ne? Das ist also A-Lage, würde ich mal sagen. Je nachdem, wenn man ein bisschen weiter weg ist, ist das vielleicht B-Plus oder sowas. Aber also gute Lagen, wo man einfach eine tolle Nachfrage hat, wirtschaftlich sehr, sehr stabil und wo man sich auch keine großen Gedanken über den Zustand der Wohnung machen muss, weil du sowieso vermietet kriegst, quasi egal, wie es aussieht. So, ne? Und dann haben wir in Brandenburg sehr, sehr viele Objekte gekauft. Das sind hauptsächlich Mehrfamilienhäuser in Speckgürtel Berlin. Also ganz viel drumherum in all den Orten, die es da so gibt. Teilweise auch ein bisschen weiter raus, oben aufs Land. Wo ich aber trotzdem sagen würde, am Ende sind das B-Lagen. Ne? Und mittlerweile. Also die waren teilweise bei Prognos sogar ganz, ganz weit unten. Ja, aber die haben lange Zeit waren das C-Lagen vor zwei Jahren noch. Was geil ist, weil Martin und Bodo einfach wirklich, die standen ja damals mit einer PowerPoint-Präsentation vor uns und haben uns auseinandergenommen. Sie haben komplett Deutschland, sie haben sich alles angeguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist einfach
hart clever, genau in diesen und diesen Lagen gerade zu investieren. Und siehe da, es entwickelt sich unglaublich. Ja. Du konntest es sehen, dann Indikatoren schon, Dynamikrang bei Prognos und so. Hast du eigentlich schon ablesen können, dass dieser Berliner Speckgürtel, dass da ganz krass was abgeht? Und ja, und da, also über viele Städte verteilt, insbesondere wirklich entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Also teilweise richtig schlechter Zustand mit richtig schwierigen Mietverhältnissen. Also teilweise, dass andere Investoren in dieser Stadt sagen, das ist wirklich das schwarze Entlein, der Schandfleck hier in der Straße, in jederlei Hinsicht dieses Haus. Ja. Und wir teilweise auch wirklich versprechen mussten, wenn wir das kaufen, so wenn wir da noch Unterstützung bekommen haben, wir machen das jetzt ordentlich, die du wirklich drehen musst, ne, über Jahre hinweg. Aber die natürlich ein riesiges Wertsteigerungspotenzial haben, weil du das, was du da an Mietsteigerungen und an Geld in Sanierungsmaßnahmen investierst, um ein Vielfaches an Werten dann hebst. Ja, dann haben wir noch unser Haus in Magdeburg, das ist jetzt so ein bisschen quasi Sonderlocke, weil das jetzt nicht direkt am Brandenburger Raum ist, was einfach ein mega geiler Deal ist, von der Größe 24 Einheiten unter einem Dach, wo wir jetzt tatsächlich mittlerweile auch merken, dass der Mietmarkt für uns super funktioniert. Ist auch einfach wirklich ein Entwicklungsobjekt. Ne? Das hätte man quasi halten. Eine andere Partnerschaft. Das hätte man quasi halten können in dem Zustand, in dem es war. Das wäre aber eher ein Zustand gewesen, dass man das Haus über Jahre hinweg dann langsam irgendwann runterwirtschaftet. Oder der Weg, den wir dann gegangen sind, wir machen es jetzt wirklich schön und neu und gut, um dann eine tolle Miete zu bekommen. Und mittlerweile wissen wir, die kriegen wir auch am Markt. Und genau, das ist die letzte. Bunt gemischt von wirklich A-Wohnungen in München bis zu richtig, richtig schwierigen Häusern, die aber ein cooles Portfolio in Summe ergeben. So. Ich will mal zusammenfassen, so der Ist-Cashflow am schnellsten aufgebaut durch das NRW-Portfolio zusammen mit Basti. Er ist einfach der Budenzauberer. Er ist einfach der Budenzauberer. Bude gekauft, Bude teilweise 10, 12, 13% Mietrendite, das ist kein Witz, ja, morgen Cashflow. Bude heute kauft, morgen Cashflow ist super. Ja. Ist das jetzt die Superperlen? Natürlich nein. Ne? Und langfristig muss er immer wieder Arbeit reinstecken. Dann zündet quasi die zweite Stufe gerade, dass diese entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser eben teilweise wirklich jetzt gerade rapide entwickelt werden. Da machen wir richtig Meter gerade und das fühlt sich unfassbar gut an. Also zu spüren, wie diese Häuser quasi technisch und von der Mietsituation her entwickelt werden, ist Wahnsinn. Da spürst du, wie die Werte sich heben und da zieht jetzt gerade quasi der Cashflow an und das ist so die zweite Stufe, die wir zünden, die eigentlich für uns das ist, die dann wirklich das Freiheitsticket ist, reden wir gleich drüber. Ne? Und dann gibt es quasi, wenn du so willst, die dritte Stufe, das sind die Immobilien in Bayern noch, im Moment die 25 Wohnungen, wo du einfach weißt, die sind halt extrem langfristig werterhalten. Darüber freuen wir uns dann wahrscheinlich ganz besonders in 20. Sebastian würde das anders sagen, er sagt, ihr werdet schon merken, hier alleine Mietsteigerungspotenzial in 8 Jahren sind das die geilsten Immobilien, die ihr habt. Wir werden sehen. Wie ist denn die Wahl auf die Standorte gefallen? Du meintest eben, für Bodo und Martin war dann klar, nachdem sich Deutschland angeschaut haben, es ist Brandenburg oder es ist rund um Berlin. Wie über die Menschen. Also über die Co-Investoren. Mhm. Ja? Also das war ganz, also mit Basti investierst du im Ruhrpott, da ist er vernetzt, da kennt er sich aus, da bringt er die Immobilien quasi, ne? Und da ist sowieso, Ruhrpott bietet alle Lagen von A bis D, ne? Und da kannst du dir quasi das angucken, welche Strategie du folgen willst. Da war ganz klar Cashflow. Basti hatte ja schon eine Strategie für sich und die haben wir quasi weiter gemeinsam angewendet. Der hat einfach einen Marktzugang, der hat uns einfach zugeballert mit Immobilien. Ja. Der hat jeden Tag uns irgendwelche Dinger geschickt, die man kaufen konnte. Also und Bodo und Martin, da war eben klar, da ist die Bereitschaft zum wirklich intensiven Entwickeln da. Mhm. Und dann war auch klar, wir haben ja nicht, über allem steht hier Cashflow. Wir bauen einen Bestand auf, um am Ende daraus wirklich Cashflow zu ziehen. Das ist einfach unser Ziel. Das ist einfach das, was wir sehr, sehr charmant finden. Passives Einkommen aus Immobilien in Form von Cashflow. Und da, es gibt nichts, was Bodo, Martin, Stefan und mich mehr eint als dieses Ziel. Die haben Cappies auf denen Cashflow steht. Ja. Und die haben gesagt, da gehen wir Vollgas rein. Und dann ist Berlin raus, weil Berlin ist einfach zu schlechte Renditen. Und dann musst du dich quasi in dem Speckgürtel musst du gucken. Und da haben sie verschiedene Standorte analysiert. Und dann eben war klar, also 10.000 Einwohner sollten es schon sein, bis 50 oder 100.000 Einwohner, diese Städte. Und wenn du dir dann eben genauer angeschaut hast, war klar, die haben eine tolle Entwicklung vor sich und dann ist mit denen, also die sind halt auch in Berlin, ne? Also wenn wir jetzt gesagt hätten, da ist es die Speckgürtel-München-Strategie, dann hätten wir das mit denen nicht umsetzen können.
Und der Sebastian hat dann Bayern ins Spiel gebracht, wo wir abgewunken haben und gesagt, nee, also hier ist 3,5-4% Mietrendite, das kommt nicht in die Tüte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber denk mal so ein bisschen mittel, wenn da noch Mieten steigen und du hast halt überhaupt keine Arbeit und schöner Werterhalt und genau, und deswegen haben wir das dann auch gemacht. Komme ich gleich noch zu, wie passiv das wirklich ist und ob da wirklich keine Arbeit mit da ist. Aber die Akquise selbst, wie funktioniert der denn? Also du hast gerade hier skizziert beim Basti, der schickt euch dann irgendwelche Deals oder was er da gerade in der Vorbereitung hat. Ist das bei den Partnerschaften dann genauso, dass das alle regelmäßig mit, ich nenne es mal Dealflow, ankommen und euch Immobilien vorstellen? Ja, also ich glaube, der Basti in NRW und der Sebastian in Bayern ist eigentlich ganz unterschiedliche Typen, aber sehr ähnlich. Die bringen einfach erstmal ein Netzwerk mit. Die haben einfach ein Netzwerk zu Maklern, die denen ständig Sachen schicken, wo die Makler schon wissen, wenn ich dem was schicke und der schickt einen Daumen hoch zurück, sitze ich 2 Wochen später beim Notar. Und deshalb haben die sehr funktionierendes Netzwerk. Es ist wirklich Wahnsinn, wie denen einfach proaktiv Immobilien geschickt werden, die ein bisschen unter Markt, teilweise sehr unter Marktwert sind, wo sie quasi das Vorkaufsrecht, wenn du so willst, genießen, weil sie einfach dieses Netzwerk und diese enge Verbindung zum Makler haben, teilweise befreundet sind und dadurch einfach einen guten Deal hinbekommen. Und von diesem Netzwerk, was die auch schon viele Jahre, bevor wir uns überhaupt zusammengetan haben, aufgebaut haben, profitieren wir von diesem Netzwerk. Ne? Und klar, die profitieren natürlich dann auch davon, dass mit uns noch die Bonität irgendwie steigt und man da was Größeres gemeinsam aufbauen kann. Genau, und Tobi ist sowieso auch permanent in der Akquise. Der hat ein Unternehmen, wo er Leuten hilft, Immobilien zu finden, so eine Service-Dienstleistung. Der hat es also auch, der macht es täglich. Und wenn da was quasi dabei war, was in unsere Investitionsstrategie, die gemeinsam gepasst hat, und da waren eben diese 2 Häuser dann auch dabei. Und Bodo Martin. Alles. Also die haben es einfach unternehmerisch. Ne? Der Martin ist schon jahrelang Makler. Bodo ist Anwalt für Mietrecht schon, und so. Auch schon bei großen Immobilienunternehmen, Transaktionsbusiness und so. Ne? Also genau, und die haben also quasi schon den Background eigentlich und dann aber wirklich auf der grünen Wiese angefangen, whatever it takes, wir bauen die Akquise auf. Und das ist, die haben es also wirklich von Grund auf erarbeitet. Die haben jetzt auch dieses Netzwerk mittlerweile natürlich, weil die das jetzt seit einiger Zeit tun. Die sind aber auch Klinkenputzen durch Brandenburg gefahren mit einem kleinen, ich weiß nicht, was war es für ein Auto? Irgendein kleines Mistauto, was es sich gekauft hat und ganz Brandenburg unsicher gemacht. Wirklich Klinken. Dann Akquise-Team aufgebaut, ein Team von Tippgeber aufgebaut. Alles. Also die haben zig Wege ausprobiert, befeuern diese ganzen Wege auch immer noch und haben dadurch also wirklich einen Dealflow aufgebaut. Ja, bei denen, ich weiß noch, als die uns damals gepitcht haben, sie wollen das tun, ob wir Bock haben, das mit denen zu machen, sind wir raus und haben gesagt, also wir wissen nicht, ob sie das hinkriegen, aber, und das werde ich nicht vergessen, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ich, wir waren uns total einig, wenn die beiden das nicht schaffen, dann schaffen wir das auch nicht. Ja. Das ist für uns der perfekte Ersatz dafür, dass wir selber versuchen. Die werden das Vollgas mit also maximalem Talent und maximalem Einsatz versuchen. Und das klappt dann oder das klappt dann nicht, aber besser kann man es wahrscheinlich nicht tun. Genau. Und genau das ist rausgekommen und es hat am Ende super funktioniert dann. Weil das, genau, einmal in der Geschwindigkeit wollten wir Immobilien kaufen, das ist ja hier, also wir haben, wie gesagt, 130 Einheiten mit denen jetzt, das sind 19 Objekte, ich glaube 15 Mehrfamilienhäuser davon, im Prinzip im Zeitraum von 1,5 Jahren dann oder so, wo das dann wirklich quasi hochgegangen ist. Also da muss man auch ein bisschen verrückt sein, das sind die beiden auch. Ja, weil das auch nicht Häuser, die fertig sind. Das ist ein Entwicklungsobjekt nach dem anderen. Also da kaufst du ein Haus mit 12 Einheiten und alle 12 Wohnungen sind komplett im Arsch. Und das ist dann eines von 15 Häusern, die du Monat für Monat quasi kaufst. Also das war echt eine verrückte. Also ist es für uns nochmal eine verrückte Reise, aber... Ich würde jetzt auf die Frage warten, und wie passiv ist das Einkommen? Wir sprechen ja gleich drüber. Aber wie aktiv oder passiv ist euer Beitrag bei der Akquise? Beschränkt er sich dann am Ende darauf Daumen hoch oder Daumen runter? Oder seid ihr auch noch dabei, in den Markt reinzugehen und da... Also Daumen hoch, Daumen runter ist es sparing gewesen, würde ich mal sagen. Ne? Aber
auch je nach Objektgröße haben wir uns da schon tiefer dann, aber immer nur Sparing. Also wir haben immer ganz, ganz toll das vorbereitet bekommen und hatten dann die super komfortable Situation, im Prinzip in einer Videokonferenz blöde Fragen zu stellen und nachzubohren und zu diskutieren. Aber also die Arbeit an sich haben wirklich die Co-Investoren. Wir sind dann aber auch, also Stefan und ich kennen das aus unserer eigenen Zusammenarbeit und machen das auch hier genauso. Wir sind dann auch konsequent in dem Trennen von Verantwortlichkeiten und Rollen, weil das geht auch nicht anders. Wenn jeder alles macht in Partnerschaften, funktioniert es nicht. Du machst dich nur kaputt, du machst nur mehr Arbeit. Es bringt am Ende gar nichts, dass du überhaupt eine Partnerschaft hast. Du musst konsequent trennen. Und wir waren bei ein paar von den Häusern vorm Ankauf teilweise, bei den meisten nicht, bei Wohnungen sowieso nicht. Wir haben uns das zeigen lassen und haben Vertrauen in die Partner und haben das quasi dann immer gemeinsam entschieden. Also alle mussten einen Daumen hochgeben, dass ein Objekt gekauft wird und dann wird es gekauft. Eine Rakete, um genau zu sein. Das ist also wirklich auch festgeschrieben. Das ist das Symbol, was quasi gilt dafür. Wir gehen ja auch nicht mehr mit zum Notar dann, ne? Sondern das können dann ja die Co-Investoren dann zum Beispiel vor Ort machen. Und vorher musste die Rakete geschickt werden. Für eine Finanzierung muss, glaube ich, der Geldsack geschickt werden. Cool. Wenn ein Darlehensvertrag unterschrieben wird. Nochmal, wir trennen das. Also es hilft uns ja nichts zu sagen, wir wollen eigentlich unseren Fokus woanders haben zeitlich. Und da machen wir dann doch wieder jede Immobilienprüfung mit. Das würde, glaube ich, auch irgendwann für die Co-Investoren auch denken, was soll das? Und das haben wir klar getrennt. Deswegen auch mehr Richtung passiv als aktiv da mitarbeiten. Ja, so ist ja aufgesetzt. Also das ist ja, der Deal ist ja, dass wir dort eigentlich nicht die operative Verantwortung tragen. Und operative Verantwortung oder operative Tätigkeit, meint es eben, ihr habt euch da auch fokussiert auf entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Wie stemmt ihr die Entwicklung? Wer kümmert sich und wie kriegt ihr das abgewickelt alles? Also die Frage stellt sich vor allem für Bodo und Martin Partnerschaft, weil dort gibt es eben 15 Häuser ungefähr, wo wirklich jeden Tag was zu tun ist, ne? Wo man einen Plan von Anfang an hat, das hängt ja dann viel davon ab, wann ziehen welche Mieter aus, wann ist welche Wohnung leer, wann muss wo saniert werden, welche technischen Entwicklungen sind zu welchem Zeitpunkt durchzuführen, dafür braucht es quasi Pläne und in dem Fall ist es so, dass Bodo und Martin sich so ein bisschen aufgeteilt haben, Martin eher Akquise, Bodo dann eher die Entwicklung. Und Bodo ist quasi, wenn du so willst, der Gesamtprojektleiter für diese Häuser plus eigene Projekte, die sie haben. Und dann gibt es immer wieder Unterstützung in der Vermietung, teilweise von virtuellen Assistenten, von einer Bürokraft, die sich angestellt haben, mittlerweile auch angestellte Handwerker, Sanierungstrupps, die selber eigenständige Unternehmen sind, die hinzugezogen werden dann für die Entwicklung. Aber im Kern würde ich sagen, ist das, also Martin Gardner Vermietung unterstützt dann auch sehr viel, aber es ist, und wie gesagt, die haben eigene Projekte auch noch, aber das ist hauptsächlich Bodo, der dort die Entwicklung macht. Ne? In Bayern wird nichts entwickelt, die Wohnungen werden neu vermietet, wenn sie leer sind, fertig, da gibt es auch keine Häuser oder so, das sind einfach einzelne Wohnungen. Mit Tobi sind es nur zwei Projekte, Fürstenwalde, da wird auch nichts groß entwickelt, das funktioniert so wie es ist, das war einfach super gut eingekauft und dann das Riesenprojekt Magdeburg mit 24 Wohneinheiten und da sind wir, also da ist auch der Tobi federführend, ist dort regelmäßig und treibt auch die Sanierung voran, jetzt sind wir gerade schon in der Vermietung und da sind wir aber sehr nah mit dran, da sind wir also einmal die Woche, machen wir da eine Videokonferenz, gucken da genauer mit rein. Genau. Ja, und in NRW, da ist es, wie gesagt, hauptsächlich der Vermietungsjob und den macht da der Basti. Und die Julia, die da sehr viel mit involviert ist, ja. Wenn ich jetzt das Portfolio so zusammenrechne, also du meinst mit Bodo und Martin 100, 130 Einheiten, dann in Bayern mit dem Sebastian 25 Wohnungen, dann zwei Mehrfamilienhäuser und eins noch in Fürstenwalde, ne? Mhm, genau. Das eine hat 24 Einheiten, hast du gerade gesagt. Dann kommt ihr auf nahezu 237. Also 237 Wohneinheiten, die im Schnitt 3,5 Personen gehören oder so, ne? Ja, zusammen. Das ist dann ja auch schon ein ordentlicher Schuldenberg an Darlehen, der dagegen steht. Ja, ja. Wie seht ihr da die Zinsentwicklung? Macht euch das Sorgen, dass diesem Schuldenberg, sage ich mal, möglicherweise in der Anschlussfinanzierung höhere Zinsen gegenüberstehen könnten? Also dem,
nicht nur, aber für mich innerlich immer auch dem weisen Ratschlag meines Vaters, ehemaliger Banker, folgend, der sich neulich sehr gefreut hat, als ich ihm erklärt habe, wie oft ich ihn da zitiere, der das gar nicht wusste. Ja, der hat mir immer gesagt, Stefan, das ist ein historisch niedriges Zinsniveau. Wo auch immer ihr das könnt, sichert es euch so lange wie möglich. Scheiß drauf, ob das ein halbes Prozent mehr kostet, 20 statt 10 Jahre zu nehmen. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Wir haben sehr, sehr oft sehr lange Zinsbindungen vereinbart, haben teilweise Zinsen bekommen. Da sind wir lachend draußen rumgelaufen. Es kann nicht sein, dass man sich für 20 Jahre für das Geld Zinsen, für die Zinsen Geld leihen kann. Also ich glaube, das Krasseste war mal unter 1,3%, glaube ich, für einen Riesenbetrag auf 20 Jahre fest. In der GmbH. In der GmbH. Also völlig verrückt. Na, Ende vom Lied, wir haben lange Zinsbindung vereinbart und das Zinsänderungsrisiko oder die Zinsentwicklung ist ja immer nur in dem Zeitpunkt relevant, wo du eine Anschlussfinanzierung brauchst. In dem Fall in 20 Jahren für dieses GmbH. Bei dem Darlehen mit 20. Wir haben auch teilweise variabel finanzierte Darlehen, wo wir strategisch gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal den Bestand aufbauen mit dem Sebastian in Bayern und haben das über mehrere Banken erstmal gemacht, weil das auch eine neue GmbH war, die noch keinen Track Record hatte, wo man dann jetzt diese variablen Finanzierung irgendwann umschulden kann zu ein oder zwei Banken mit der langfristigen Zinsbindung und so weiter. Long story short, am Ende ist ja die Frage, wie viel Restkreditvolumen hast du bei der Anschlussfinanzierung im Verhältnis zu nicht dem Immobilienwert, das ist zwar immer etwas, was oft zitiert wird, das hilft dir aber dann ja auch nur sehr theoretisch, und die Frage ist, wie hoch sind deine Mieteinnahmen in dem Moment? Und das hängt natürlich trotzdem zusammen, weil sich das alles irgendwie miteinander entwickelt. Und wir werden mal irgendwann deutlich unter 50% Beleihung, also Restdarlehensvaluta gegenüber nur den heutigen Marktwerten haben, ohne noch irgendeine weitere Entwicklung, also das auch ohne die Annahme, dass unsere ganzen Investitionen, also alles, was wir in Sanierung und sowas stecken, irgendeinen Euro an Wertsteigerung verursacht. Immer nur einfach blank das Geld, was wir ausgegeben haben, hingeschrieben. Da sind wir schon deutlich unter 50% am Ende. Verbunden mit der Tatsache, dass wir ganz, ganz krass ja auch Mieten entwickeln, also weil wir Objekte kaufen, die deutlich unter Markt vermietet sind und natürlich mal davon ausgehen darf, innerhalb von 20 Jahren hat man dann ein Marktniveau erreicht, egal auf welchem Niveau, glauben wir, dass das für uns kein großes Risiko ist. Andersherum, Immobilien auf 0% runter zu tilgen, macht ja auch keinen Sinn. Dann benutzt du den ganzen Hebeleffekt, der Immobilien so toll macht, nutzt du ja nicht mehr. Also das kannst jetzt jeden Co-Investor fragen. Die meisten werden eine Zahl zwischen 40% und 60% Beleihung sagen, was sie meinen. Das ist eigentlich am Ende ziemlich geil, wenn du das mal hinkriegst, dass dein Portfolio da bleibt. Und ungefähr genau da werden wir am Ende der Zinsbindung liegen. Ja. Also ich sag's mal in Zahlen. Wir haben jetzt gute 20 Millionen Wert der Immobilien ultra konservativ. Da sind so teilweise Werte von vor 3 Jahren drin. Ja. Genau. Wie es der Stefan gerade gesagt hat, also mit Sicherheit deutlich mehr Wert. Und wir haben 9,8 Millionen Schulden am Ende der Zinsbindung, wenn alle, also variabel ist quasi jetzt das Ende der Zinsbindung und manche sind 20 Jahre fest. Und ja, damit kann ich blendend schlafen. Außerdem reduziert ja die Inflation auch noch die Schulden, gedanklich. Also keine Angst vor steigenden Zinsen. Nee. Aber haben wir uns immer angeschaut. Also klar, musst du gerade bei der Größenordnung, dann haut dich natürlich komplett um, wenn du das jetzt alles variabel irgendwie finanzierst auf Kante oder irgendwie. Gar nichts, ne? Also bist du mal weg vom Fenster. Ja. Ja. Gibt's denn andere Risiken, abgesehen jetzt von einem Zins, der für euch jetzt kein Risiko darstellt, die ihr seht oder die ihr mit einbezieht? Also ich habe vor gar nichts. Ich mache Lagerrisiko bei Standortrisiko. Also ich mache mir wirklich um nichts mehr Sorgen. Also dass wir höhere Kosten haben, das glaube ich, ist das ist ein Risiko, beziehungsweise das wird eintreten. Wir werden höhere Kosten für Sanierungen haben über die nächsten 10 Jahre, was die ganzen Energiethemen anbelangt, weil das eh schon klar ist, dass das kommen muss. Das muss das einfach aushalten können. Das wird aber nicht in einem Ausmaß passieren oder in einer Geschwindigkeit, dass das irgendwie das Modell zum Kippen bringt. Lage bin ich immer noch entspannter. Also natürlich sind da Lagen dabei, wo du jetzt zum Beispiel Magdeburg, wo du sagen kannst, ja, da wird es ja weniger von der Bevölkerung her. Da gab es jetzt wieder eine krasse Nachricht, dass da eine Chipfabrik hingeht und so. Und wenn du dann anschaust, wie die Vermietung läuft, jetzt haben wir leider Gottes einen Krieg in Europa, aber auch da wird es ja riesige Bewegungen von Menschen geben, ne?
die auch noch von der östlichen Seite Deutschlands dann irgendwie da reinkommen. So. Also ist jetzt überraschend, aber ich mache mir auch da null Sorgen oder Gedanken. Ne? Das ist ja, genau, also wird Deutschland schrumpfen oder wachsen und so. Und das immer wieder hat man die Zuwanderung unterschätzt. Jetzt mit dramatischen Ereignissen hat man es gerade wieder deutlich unterschätzt. Ne? Jetzt kommt eine Riesenwelle. Ich glaube, dass Deutschland extrem attraktiv ist, auch in 20, 30 Jahren, dass Menschen hier leben wollen. Und da mache ich mir null Gedanken. Zumal wir da dann, wie gesagt, in Standorten sind, die entweder gut angebunden sind oder selber große Städte sind. Also tatsächlich entspannter. Passives Einkommen. Wie passiv ist es denn? Also wir haben eben die A-Lagen gesehen oder darüber gesprochen, dass Sebastian sagt, hört mal zu, 3,54%, das entwickelt sich ja. Und überlegt mal, da habt ihr ja wenig mit zu tun. Ist es denn wirklich so? Und wie entsteht letztlich euer passives Einkommen und ja, wie passiv ist es wirklich? Du oder ich? Bitte. Ich glaube, man muss die Frage zweiteilen, weil jetzt ganz persönlich Markus und meine Sicht natürlich ein bisschen eine andere ist als die Sicht auf die Immobilien selbst. Deutlich andere. Ja. Für uns selber, so wie wir das jetzt aufgesetzt haben, sind diese Immobilien extrem passiv. Extrem passiv, weil wir mit Co-Investoren ja eben eine Vereinbarung gemacht haben, dass sie die Entwicklung der Immobilien und all die Überführung, die notwendig ist, in saubere, langfristig funktionierende Strukturen übernehmen, während wir uns um andere Dinge kümmern. Ne? Also wir haben uns jahrelang einen abgerackert, um das überhaupt irgendwie möglich zu machen. Und das tun wir auch heute noch in ganz vielen Ecken und Enden und so. Aber wir haben die Zeit quasi woanders investiert. Ja? Deshalb sind die Immobilien für uns extrem passiv. Nicht zuletzt auch, weil wir mit der Julia als Asset Managerin noch eine eigene Ebene geschaffen haben, die einfach für uns den kompletten Überblick über das gesamte Portfolio verwaltet, den Kontakt zu Hausverwaltungen hält, auch eigenständig mit den Co-Investoren noch zusammenarbeitet und so und noch wieder wahrscheinlich 90% von allem, was hochkommt, von uns fernhält. Also das, was wir haben, ist wirklich, wirklich, wirklich passives Einkommen. Aber unsere Co-Investoren haben teilweise extrem viel Arbeit mit diesen Immobilien, die ja komplett entwickelt werden müssen. Ne? Also das ist zwischendurch war das für Bodo und Martin quasi eine Vollzeitbeschäftigung, dieses Immobilienportfolio aufzubauen für zwei Leute. Ja, und jetzt, klar, können die sich jetzt auch eigenen Projekten widmen, weil wir einfach diesen Bestand jetzt aufgebaut haben und jetzt zumindest gerade nicht mehr im Akquise-Modus gemeinsam sind. Trotzdem, Bodo mindestens mal ist extrem involviert mit vor Ort sein, allen drum und dran. Dasselbe gilt für Tobi mit Magdeburg. Und weniger der Basti noch, da sind es eher Vermietungsthemen dann in NRW und am allerwenigsten wahrscheinlich der Sebastian in Bayern, weil die A-Lagen schon den Vorteil haben, also du hast fürs gleiche Geld kaufst du weniger Immobilien, du hast dankbarere Mieter, die länger in den Wohnungen bleiben, weil eher Wechsel, teuer, schwierig, nächste Wohnung kostet mehr Miete und so weiter. Und da ist am allerwenigsten so. Ne? Würden wir beide in der jetzigen Zeit alles, was hier gerade steht, selber machen, weil es einfach unsere Immobilien sind. Wir beide hätten 237 Einheiten und müssten das tun, was da jetzt zu tun ist. Das wäre nicht machbar, behaupte ich jetzt. Alles, was da gerade zu tun ist jetzt noch. Oder gerade eben. Ja, ich würde auch gerade eben, glaube ich, wäre es machbar, ne? Weil Bodo und Martin auch noch ein bisschen andere Sachen, Projekte nebenher. Jetzt mittlerweile, zwischendurch ja. Gab es Phasen, wo nicht, glaube ich. Ja. Aber dann wäre es keineswegs mehr passiv. Nein, überhaupt nicht. Aber nicht deswegen, in der Entwicklungs-, ja, sondern Zeitachse. Also, ja. Genau, ich wollte gerade nur die Zeitachse noch mal sagen. Genau. Es gibt drei Phasen. Ja, Akquise, genau. Von jedem Objekt. Akquise, Entwicklung und Steady State. Und Akquise ist dann logischerweise abgeschlossen in dem Moment, wo du in einem Objekt zum Notar gehst und dann, wenn du weiter Bestand aufbauen willst, wird das wieder Arbeit quasi. Die Entwicklung, und die ist halt bei einem Haus wirklich abgeschlossen, das kann natürlich über viele Jahre gehen, aber meistens gibt es dann eine intensive Entwicklungsphase und da stecken wir gerade mit den Häusern in Brandenburg, stecken wir genau da drin. Aber da kann man schon sehen, dass es irgendwann abgetragen ist. Also ich glaube mal, Bodo Martin sind quasi irgendwie, die haben jetzt noch einen Zeithorizont von 1,5 Jahren, wo da wirklich noch nennenswert Aufwand reinfließt so und dann wird das langsam immer weniger. Da kommen nur noch kleinere Entwicklungsjobs für den Bestand, den wir bis jetzt haben. Ne? Wenn wir dann nachbeleihen zum Beispiel und dazu kaufen und so wieder daraus, dann entsteht natürlich wieder neuer Entwicklungsaufwand, aber den es bis jetzt gibt. Und der Steady State,
Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Der muss zu 100% automatisiert werden über die Strukturen, über ein Asset Management und eine Verwaltung, die jeweils gut funktioniert auf jedem Objekt. Da hast du natürlich immer mal wieder Stress, dass so mal eine Verwaltung nicht funktioniert, ausgetauscht werden muss oder so. Aber da muss man auch konsequent dran arbeiten. Also wenn man immer wieder glaubt, man muss selber der Retter sein, der all die Einzelthemen löst, weil man glaubt, man kann es jetzt besser wie die Verwaltung, was ja auch gut sein kann, dass das tatsächlich so ist, muss man sich aber daran ferner sagen, nein, mein Job ist es daran zu arbeiten, diese Struktur zu schaffen, und das ist eben auch noch Teil der Entwicklungsarbeit. Und ich glaube, man muss das absolute Volumen an Arbeit, was hier reinfließt in diese Entwicklungszeit, weil ich gerade sagte, für zwei Leute zur Spitzenzeit vielleicht gerade eben noch machbar, ne? Aber also maximaler Hustle-Mode, muss man ja wieder in Relation setzen zur Projektgröße, die wir hier haben. Wir reden hier nicht davon, irgendwie eine Altersvorsorge in 30 Jahren aufzubauen, sondern davon, quasi für alle beteiligten Personen im Hier und Jetzt Überschüsse in der Größenordnung eines Konzernführungskraftgehaltes zu produzieren. 600.000, ne? Ja, ja. Für vier Leute dann. Mhm. Und das ist einfach ein kolossaler Kraftakt. Aber wenn man sich dann überlegt, was das heißt, also dass da dann eben, wenn man das in Steady State hat, passiv dann wirklich über Strukturen, über Asset Management, für immer und ewig ein inflationsgesichertes Gehalt einer Konzernführungskraft rauskommt, für das man aber nicht mehr arbeiten muss, dann sind ein paar Jahre Hustle-Mode dann doch nicht so viel, weil für so ein Führungskraftgehalt musste man auch ganz schön hustlen, aber mit der Perspektive, dass sich das nie mehr ändert. Ne? Und das muss man immer in Relation sehen, dass das hier nichts mit normaler Altersvorsorge zu tun hat. Ne? Nicht mehr. Ja. Das war mal Butter bei die Fische und Hustle-Mode mal beiseite schieben. Wo steht ihr jetzt? Also könntet ihr jetzt schon davon leben? Also heute, an diesem Tag nein, aus mehreren Gründen. Mhm. Aber also ich sag mal, wo das steht. Wir haben jetzt eine Kaltmiete in Summe pro Jahr von knapp 1,1 Millionen. Inklusive der Co-Investoren. Ja, ja, erstmal über das gesamte Ding hinweg, ne? Alles inklusive der Co-Investoren. 1,1 Millionen Kaltmiete. Und wir haben eine Bankrate von weniger als 500.000 Euro, die dagegen läuft. Ja? Dazwischen sind aber natürlich noch Verwaltung zu bezahlen und anständig Rücklagen zu bilden und so. Das heißt, ich würde mal sagen, wir haben vielleicht einen Cashflow von 250, den man wirklich rausziehen könnte, ohne dass irgendwie was passieren kann. Ne? Das ist zumindest unser Kalkulator. 250 für alle zusammen. Ne? Das ist auf jeden Fall noch zu wenig, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist dann erreicht, wenn wir auf 1,4, ich sag eher mal wahrscheinlich sogar 1,5 Millionen die Kaltmiete steigern können, was eben genau der Entwicklungsjob ist, der noch zu tun ist. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr guter Dinge, dass das passiert, weil wir sehen bei den Immobilien in Brandenburg, dass die Vermietung ein gutes Stück besser läuft, als wir das ursprünglich geplant hatten. Also teilweise ein Euro mehr pro Quadratmeter, als wir das noch angenommen hatten, die Miete werden würde beim Kauf. Haben jetzt gerade die erste Wohnung von dem Haus in Magdeburg. Da ist ja der Fall sehr extrem, weil wir das ganze Haus, das ist quasi auf einmal leer, und wir sanieren das komplette Haus und geben das komplette Haus dann auf den Markt, wo wir natürlich dann einen Riesensprung nochmal machen in den Mieteinnahmen, sobald das passiert ist. Und auch da sind wir jetzt in der Vermietung 1 Euro über dem Case, den wir ursprünglich angenommen haben. So sieht es zumindest im Moment aus. Und jetzt nur mal, also weil du es gerade nicht gesagt hast, ne? Angenommen, also wir haben quasi eine Sollmiete definiert für jedes Objekt, wo dann zugrunde liegt quasi eine normale Marktmiete ist. Also soll man sagen, wir kaufen ein Objekt, das ist im Moment aus irgendeinem Grund für 3,50 Euro vermietet. Und dann haben wir gesagt, irgendwann wird das mal 5 Euro oder 6 Euro Miete produzieren, weil das einfach heute für jede andere Wohnung links und rechts bereits bezahlt wird. Das ist nur, da wohnt seit 20 Jahren jemand und irgendwann zahlt der mal mehr oder zieht aus. Also wenn man das einfach aufaddiert, dann kommen wir auf 1,4 Millionen Euro Kaltmiete. Und jetzt sagst du, an manchen Objekten wissen wir heute schon, wir werden mehr Miete kriegen. Ne? Und das sind oft auch große Objekte. Und deshalb sagst du, werden da wahrscheinlich sogar mal knapp 1,5 Millionen Euro Kaltmiete zu ganz normalen Marktmieten aus den Objekten, die wir heute schon haben, rauskommt. Ne? Gegen im Moment 500.000 Euro Bankrate. An, ne? Der sich nicht groß was ändert. An der sich nichts ändert, es sei denn, man kommt jetzt auf die Idee, und das ist dann eine Entscheidung, die man immer treffen kann, auch mit den Co-Investoren. Man zieht jetzt die Bankrate hoch, man zieht quasi wieder Geld aus der Immobilie raus, man beleiht sie nach, weil die natürlich signifikant an Wert gewonnen hat, auch durch Marktentwicklung, aber hauptsächlich auch durch die eigene Entwicklung, zieht wieder Geld raus, hat dann Eigenkapital auf dem Konto, zieht die Bank gerade hoch, reduziert seinen Cashflow und muss quasi wieder Immobilien kaufen gehen. Ne? Und dann kann man sich fragen, wie lange und wie groß will man das Spiel betreiben. So, ne? Und zwei nur, weil ich das noch ganz spannend finde,
weil das für mich auch ein bisschen dazugehört, ist denn da jetzt Zahlungsausfall und Leerstand und wie sieht es da aktuell aus? Also wir haben 7 Wohnungen leer stehen, wenn ich mal Magdeburg nicht nehme, weil da ist das ganze Haus ist gerade noch saniert, ne? Da wurde einfach komplett eine Heizung eingebaut. 7 Wohnungen leer stehen, wovon auch davon sich welche in der Vermietung einfach befinden, ne? Was ich also, oder in der Sanierung auch noch befinden, was ich also nicht so viel finde. Was ich tatsächlich auch, ich gucke jedes Mal die Zahl an, eigentlich jeden Monat, und finde das überraschend wenig. Wir haben einen Zahlungsrückstand, also von Leuten, die größer einen Monat, also von Mietern, die schon größer einen Monat das Geld schulden, von 8.706 Euro. In Summe, aufaddiert. Auf über 1 Million Euro Mieteinnahmen im Jahr fehlen im Moment 8.700 Euro. Verschwindend gering. Aber teilt sich das auf alle Partnerschaften auf oder ist das auf eine Partnerschaft? Ja, das, also, ja, das teilt sich so gesehen schon auf ein bisschen, wobei das vor allem NRW betrifft, weil wir dort eben teilweise schwieriger Mieter haben. Das ist ja gerade mit der Miete vom Amt, du musst halt oft hinterherrennen, wenn die mal beim Amt was nicht unterschreiben oder so, hört die Zahlung, aber du kennst es ja. Gerade am Jahresanfang. Die, genau, wir haben ja in derselben Straße auch da Immobilien, du kennst ja genau die Art von Objekt, da ist das immer mehr. Und was ich auch eine ganz interessante Zahl finde, endgültiger Zahlungsausfall, wo wir gesagt haben, das ist wirklich weg, die Kohle sehen wir nicht mehr, sind 3.426 Euro. In Summe? Über alle Immobilien, seit wir angefangen haben, diesen Immobilienbestand aufzubauen. Und dieser Schuldner ist aber nicht mehr in irgendeiner Wohnung drin, oder? Das verteilt sich hier, das kann ich jetzt nicht sagen, den Einzelfall quasi, ne? Aber das ist nicht eine Person, ne? Sondern es ist irgendwie kumuliert über verschiedene, wo dann irgendwas passiert ist. Rennst du, das ist dann eine Person mit 300 Euro, rennst du dem jetzt hinterher und versuchst einem nackten Mann in die Tasche zu greifen oder sagst gut? Aber nochmal, das ist auch wieder wegen passiv. Also wenn du das passiv haben willst, musst du dann einen Modus aufsetzen und irgendwie das organisieren, dass dem Geld hinterhergegangen wird. Und das geht natürlich auch aus dem laufenden Cashflow dann irgendwie weg. Und deshalb war auch gerade nochmal, die Differenz ist ja relativ groß. Wenn ich sage, wir haben über 1 Million Euro Mieteinnahmen, wir haben unter 500.000 Euro Bankrate. Ich sage aber trotzdem, also guten Gewissens würde ich da jetzt maximal 250.000 im Jahr rausnehmen, wenn man es rausnehmen würde. Jetzt kommt noch ein zweiter, den kannst du vielleicht erklären, den Effekt. Jetzt sind die GmbHs ja noch nicht... Warte mal, das musst du jetzt noch mal eben erklären, weil die Zahl habe ich ja selber nicht verstanden. Du hast wie viel Mieter hast du jetzt gerade genommen? 1,1 Millionen Miete, unter 500.000 Euro. Ach, jetzt im Ist. Ich dachte, genau, ich habe ist. So, ja, ja, ich glaube, wir schulden immer noch die Soll-Cashflow-Zahl, aber das... Ach so, ja gut, die ergibt sich ja. Also wenn ich jetzt sage, ich kann heute 250.000 rausnehmen und ich rechne mit nochmal 400.000 Euro weiterer Mietsteigerung, dann mache ich 250 plus 400.000. 56. Also genau, ich glaube, dass das in relativ absehbarer Zeit, ja, über einen Zeitraum von 1,5 Jahren, sind das 650.000 Euro Cashflow. Minus eine Asset Managerin. Genau. Ergibt 150.000 Euro pro Person. Genau. Genau. Mission accomplished. Ja, genau. Also so, genau. So. Und jetzt ist, also das wäre dann tatsächlich ziemlich genau das Ziel, glaube ich, erreicht, weil, also Stefan hat es jetzt gerade durch 4 geteilt, ne? Das sind eigentlich 3,5. 3, irgendwas, ne? Also das, damit fühlen wir uns nicht. Aber jetzt, man kann es ja noch nicht ganz rausnehmen. Erklär nochmal den Effekt in der neu gegründeten GmbH. Also du musst es ja dann auch ausschütten, es geht ja bei uns in die Holding. Also es ist ja jetzt in der operativen Umsetzung, wenn wir dann wirklich von diesem Geld leben wollen, hat das nochmal 1 bis 2 Jahre Verzug. Ja, weil das, also auf dem Privatkonto hast du es, nachdem du es aus der Holding ausgeschüttet hast, in der Holding kannst du es als Vorab-Ausschüttung machen, sobald die Holding es als Ausschüttung aus den GmbHs bekommen hat. Die GmbHs, also die operativen Immobiliengesellschaften, du brauchst das Rumpfgeschäftsjahr der Gründung und danach brauchst du schon 1 bis 2 Jahre, bis sich das in Summe mal eingeschwungen hat. Gerade auch in diesen Anfangsjahren, wo du viel Geld investierst in die Immobilien, ist das nicht ganz easy, dass auch wenn der Cashflow an sich in Ordnung ist, dass du wirklich einen sauberen Jahresüberschuss darstellen kannst, weil du immer vor der Frage auch stehst, welche Wahlrechte du so ein bisschen ausübst, was sind sofort abzugsfähige Sanierungskosten, inwiefern sind das dann doch anschaffungsnahe Herstellungskosten, wo du also die aktivieren musst, langfristig abschreiben musst und so weiter. Und du hast da eigentlich erst ein 100% sauberes Bild, wenn du mal die ersten 1-2 Jahresabschlüsse gemacht hast. Zumindest fühlen wir uns damit wohler, wenn wir da dann wirklich
wissen, die Gesellschaft ist jetzt sauber und funktioniert und produziert wirklich Jahresüberschüsse nach dem Bilden von Rücklagen in der und der Größe. Und dann kann man halt nach dem Feststellen des Jahresabschlusses auch erst eine Ausschüttung machen. Das ist ja was völlig anderes als Privatbestand. Ne? Geld, das auf dem Konto der GmbH liegt, ist einfach nicht unser Geld. Das ist juristisch eine eigene Person, da dürfen wir nicht reingreifen. Und deshalb jetzt gerade, ich glaube, wir haben uns noch überhaupt nicht aus irgendeiner der Immobiliengesellschaften jetzt Geld ausgeschüttet, sondern die laufen jetzt alle an. Das ist auch mit den Banken, ne, hundertprozentig transparent. Die kriegen von uns regelmäßig ein Business-Update, wo wir genau erklären, wo steht gerade welche Gesellschaft, welche Entwicklung wird jetzt da in Zukunft passieren, ab wann wird da welcher Jahresüberschuss stehen und so weiter. Was die auch verstehen, ist ja totaler Standard. Ne? Und ich würde mal sagen, Ende 2022, also Anfang 2023, wenn der Jahresabschluss 2022 steht, wo wir immer sehr früh dran sind, irgendwann erstes Quartal 2023 werden wir den machen, dann werden wir das erste Mal wirklich Geld ausschütten, ne? Substanziell. Ne? Genau, und deshalb, also jetzt gerade, wo wir sitzen, nein, also das tägliche Geld, was wir zum Leben haben, ist, weil wir bei Immocation ein Gehalt bekommen. Solange wir uns hier einig sind, hoffen wir, dass das noch ein bisschen weitergehen darf. Hängt davon ab, wie ihr jetzt das Video findet. Ja, genau. Und logischerweise geht es wahrscheinlich auch den meisten, die einfach irgendwo einen Job haben dann oder so, den die ja auch nicht sofort über Bord werfen wollen, müssen oder können oder wie auch immer. Aber das Gefühl jetzt, diese Immobilien sind da, quasi bei jeder dieser Immobilien den Entwicklungs-Proofpoint zu haben, dass wir die sanieren können und dass wir die dann zu einer Miete vermieten können, die wir in dem Case annehmen und der am Ende dann dazu führt, dass wir die Zahlen erreichen, der löst wirklich jetzt das Gefühl aus, dass wir sagen können, okay, das Projekt ist so auf dem Weg, wir wissen, wir sind für immer abgesichert. Und wenn ich also an meine Tochter denke, die kommt natürlich aus dem Grinsen nicht mehr raus, wenn die irgendwann mal dieses zweieinhalb, dieses Portfolio-Update-Interview sieht, dann kann die sich ausrechnen, was das für sie bedeutet. Ja. In anderthalb Jahren etwa, meintest du, ist das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen abgeschlossen. Ist es das dann für euch oder werden dann neue Ziele gesetzt? Also wann ist Schluss? Also tatsächlich glaube ich, ich kann für uns beide sprechen, ansonsten korrigierst du, Stefan. Ich glaube, wir haben beide, es gibt uns gar nichts zu sagen, jetzt lass doch in irgendwelchen Pascha, wie auch immer, 1000 Einheiten oder 5000 Einheiten oder das Größte und hier, und wir brauchen jetzt das und so. Ich glaube, wir wollen unser Leben lang Immobilienprojekte machen, Immobilienprojekte, auf die wir Bock haben, die irgendwie Spaß machen. Ich glaube, wir können uns beide gut vorstellen, in ein paar Jahren mal irgendwie eine Denkmalimmobilie in München wirklich selber dann auch zu schauen, dass man die irgendwie richtig schön macht, saniert, gleichzeitig natürlich ordentlich Steuervorteile davon hat, wenn man Geld aus einer Holding rausholen will und so weiter. Also wir werden nicht dem Größenwahn erliegen. Ich glaube, das macht auch sehr unzufrieden. Also wenn wir wissen, wir müssen bis an unser Lebensende, müssen wir nicht mehr, sondern wir können alles, dann sind wir sehr glücklich und dann werden wir Immobilienprojekte machen, aber nicht aus dem Zwang heraus, dass das größer wird. Es ist ja auch so, je erfolgreicher du irgendwann wirtschaftlich wirst, und jetzt sind wir in der tollen Situation, hier eine Perspektive zu haben, dass wir mehr Geld, als wir brauchen, aus diesen Immobilien bekommen. Ne? Das ist sackviel Kohle. Ja. Dann irgendwann nimmt ja der Grenznutzen von mehr Geld ab und der Grenznutzen von mehr Zeit wird eigentlich immer größer. Ne? Das ist dir immer mehr wert, eigentlich die Zeit zu haben, das auch zu genießen, was du aufgebaut hast, statt noch irgendwo mehr Nullen auf dem Konto zu produzieren. Also mal ganz ehrlich, am Ende hast du einfach gar nichts davon, wenn du nicht ein schönes Leben damit führst und mit tollen Menschen irgendwie eine tolle Zeit hast. Und ich glaube, deshalb werden wir immer mehr statt die Zahlen wirklich entscheiden lassen, ob wir Bock auf das Projekt haben. Also ein zusammenhängendes, großes, geiles Mehrfamilienhaus in der Münchner Altstadt irgendwo oder Max-Vorstadt oder logischerweise will man das irgendwann mal haben oder machen. Ne? Würde ich jetzt weiter im Kleinkrieg Cashflow-Aufbau da oben drauf machen, Einheit für Einheit? Wahrscheinlich nicht, weil das haben wir eigentlich für uns erreicht, was wir da erreichen wollten, so glaube ich. Ja. Ich glaube, dass wir durchaus in den Partnerschaften weiter wachsen, über Nachbeleihungen das auch noch weiter größer machen, das Portfolio, ganz speziell auch in der BMMS, ja. Wo wirklich zig Reserven. Mit Bodo und Martin. Mit Bodo und Martin, schön, ja, genau. Und ansonsten, wir haben ja auch noch Immocation, das ist ja eine Firma, wie gesagt, die uns aktuellen Gehalt bezahlt, der es auch sehr, sehr gut geht, die an sich auch mittlerweile, glaube ich, wirklich ein Asset ist, was ja auch irgendwie unser Vermögenswert ist. Und genau, deshalb höher, schneller, weiter ist tatsächlich nicht unser Ansatz dann. Ich bekomme es ja hautnah mit und werde das auch begleiten. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank.